kann ja nicht schaden. Und die Stadt hier ist immer noch ziemlich, ziemlich düster. So, dann ist es schon über die Brücke. Wo führt der Hammer uns hin? Ich bin gespannt. Aber der Weg zeigt im Moment ziemlich eindeutig zu Rau. Ja, so weit wäre ich alleine gekommen. Der Hammer ist auch weg. Oh, den Göttern sei Dank. Du bist ein sicherer Amaterasu. Na, Puppe, was machst du denn hier? Und wieso habt ihr uns nichts von dem Monster erzählt? Ich bin sicher, dass ich von Wasserdrachen erzählt habe, oder einfach nicht? Was soll's? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall solltet ihr nicht versuchen, uns reinzulegen. Wovon redest du da? Ich wurde auch beinahe bei lebendigem Leibes verspeist, weißt du? Aber wie konntest du entkommen? Du bist ein eher langsamer Schwimmer. Was habt ihr gerade gesagt? Nehmt das zurück. Ami ist ja etwas empfindlich, was ihre Schwächen angeht. Tut mir leid. Die Fuchsstäbe. Wenn sie nicht auf dem Schiff sind, wo verdammt nochmal sind sie dann? Wenn sie in der See verloren sind, dem gewaltigen Reich des Wasserdrachen, dann werden wir sie niemals finden. Ach, sei doch nicht traurig. Ich hasse es, dich und deine beiden Freunde weinen zu sehen. Naja, im Prinzip steht ja die ganze Stadt im Zeichen der Möpse, der umgedrehten Möpse allerdings, was mir nicht gefällt. Na, ist doch egal. Also, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Fuchsstäbe, ja, okay, gut, hatten wir schon. Ja, und nu? Komm mal, nu. Haben wir... Moment, ich speichere mal ab. Ich gehe mal ins... ach, ich kann keinen neuen. Sowas Doofes. Was soll ich denn nehmen? Was soll ich denn nehmen? Dann nehme ich... das hier. Was soll ich sagen? Achso, ich gehe mal ins Adelsviertel. Mal gucken, ob da der Hammer wieder erscheint. Ich bin sehr gespannt. Weil jetzt weiß ich doch nicht mehr so recht, wo ich jetzt noch lang muss. Aber er führt uns irgendwo hin. In diese Richtung. Ja, ich bin gespannt. Okay, er führt uns... Ja, alles klar. Ach so, Moment. Das Ding kann uns klein machen, oder? Wie war das? Dann weiß ich wohl, wo wir hin müssen. Dann weiß ich, wo wir hin müssen. Ja, ja. Ins nächste Dungeon. So viel kann ich schon mal verraten. Denn, ich hatte schon mal angedeutet in der Folge, hier, dass das hier so ein komisches Ding leuchtet. Hehehe, jetzt haben wir dich in die Enge getrieben, du Zepter. Kein Schatz ist dem großen Isson je entgangen. Ich werde dich an deinen gierigen Händler verkaufen und, was? Hey, warte! Sieh dir das mal an, Ami. Ist das nicht der Palast, aus dem der wirbelnde Nebel kommt? Hast du dich von uns aus einem bestimmten Grund hierher jagen lassen, Zepter? Warte, ich glaube, ich hab's. Ein Wunschzepter kann Menschen schrumpfen, stimmt's? Du willst Ami hier schrumpfen. Du willst, dass wir dieses bedrohlich aussehende Loch reingehen, oder? Ich weiß nicht. Warum sollte dieses Zepter wollen, dass wir hier reingehen? Nun, wir sollten es rausfinden, Ami. Ich meine, dieser Palast muss die Quelle von diesem Nebel sein. Wenn Königin Himiko sich nicht um den ganzen Schlamassel hier kümmert, dann müssen wir halt die Wahrheit herausfinden. Und wir haben in dieser verdammten Stadt auch noch keine einzige Pinseltechnik gefunden. Das ist richtig. Wie sollen wir sonst in den Palast reingelangen? Och, okay, Zepter. Wir werden in das Loch hineingehen. Nun, komm schon und lass deine Magie mal auf das Fellknäuel hier wirken. Fertig zum Schrumpfen, Ani? Ja, sind wir. Ja, klar. Genau das wollte ich hören. Das Fellknäuel gehört nun ganz dir, Zepter. Schrumpf los. Das ist wiederum ein merkwürdiger Übergang. Wirkt auf mich ein bisschen konstruiert, aber... Hätte man vielleicht anders lösen können, dass man dieses Loch hier findet. Aber vielleicht
Ach ja. Ist okay, ich will mich nicht beklagen. Das letzte Dungeon fand ich so cool. Vom Level-Design. Und das hier wird nicht uncooler. So viel kann ich euch auch sagen. Ich freue mich sehr auf dieses, auf dieses Dungeon hier. Auf dieses, ja, ich nenne es mal Dungeon. Es ist ja kein Dungeon in dem Sinne, aber es ist halt, ja, was ist das hier eigentlich? Nennt sich sowas? Keine Ahnung. Fehlt mir jetzt das richtige Wort zu. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt winzig. Und wir sind kleiner als Ameisen. Aha, du solltest einen Ausdruck auf deinem Gesicht sehen. Ein bisschen das Wunschzepter schwimmen und schon bist du auf meiner Größe. Der ist nicht zum Leute verprügeln, du Dummerchen. Junge, ich werde es nie müde, mit deinem Kopf rumzuspielen. Hey, Isson. So sieht er also aus, der Kleine. Hä? Was ist denn in dich gefahren? Hast du bereits vergessen, wie ich aussehe? Nur hör mal zu, Fellknäuel. Das solltest du dir dieses Mal besser merken, oder? Ich bin Isson, der wandernde Künstler. Kapiert? Isson, du bist echt ein harter Kerl, mein lieber Charlie. Isson, tausendfach vergrößert. Und außerdem bin ich so unglaublich gut. Oh ja, natürlich bist du so unglaublich gut aussehend. Wer sonst hätte es sein können? Ich wette, du siehst mich jetzt in einem ganz neuen Licht. Moment, passt Ami auch nicht wirklich auf. Ich glaube, mir ist das gerade ziemlich egal. Hey, 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 ich rede mit dir. Ach, vergiss es. Lass uns mal den Palast untersuchen gehen. Wir müssen herausfinden, was hinter diesem wirbelnden Nebel steckt. Du bist jetzt nicht größer als ein Staubkorn. Aber ich wette, du hast immer noch eine Menge Kampfgeist in dir. Nun, keine Zeit zu verschwenden, aber erst musst du noch etwas wissen. Ich meine, das hier ist eine komplett neue Welt für dich. Ich bin hier, um dir zu helfen, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Zum Beispiel, diese in Ketten eingewickelte Kiste da drüben. Wenn du mich mit deinem göttlichen Pinsel dorthin leiten kannst, dann werde ich sie aufbrechen und den Inhalt rausklauen. Komm schon, lass es uns gleich mal ausprobieren. Ja gut, das kennen wir eigentlich gerade aus dem vorigen Level noch. Das ist es, was ich gemeint habe. Hehe, nichts kann sich meinem treuen Schwert Denkumaru in den Weg stellen. Aber hör zu, ich möchte nicht, dass du auf irgendwelche komischen Ideen kommst. Ich mag eine fiese Kampfmaschine sein, aber komm nicht auf die Idee und lenk mich auf Monster. Ich meine, ich könnte total außer Kontrolle geraten, wenn du das machst, weißt du? Natürlich weiß ich, das ist, und das würde ich auch niemals tun, dass du außer Kontrolle gerätst. Du würdest danach durch Blut warten müssen, um Gottes Willen, das wollen wir natürlich nicht. Okay, wenn jetzt alles klar ist, dann lass uns losgehen. Oh, krass. Wow, das war knapp. Hör zu, Ami. Merk dir, du bist jetzt nicht größer als ein Staubkorn. Pass besser auf, oder wir werden noch plattgetreten. Hehe. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Aber egal, der Nebel wird immer dichter. Kann es sein? Ich wusste, dass dieser Palast irgendetwas Verdächtiges an sich hat. Gut, dann... Ah, hier können wir abspeichern. Sollte ich vielleicht machen. Obwohl das letzte Speichern noch gar nicht so lange her ist. Aber egal, dann speichere ich das. Überspeichere ich das nochmal gerade. Überschreibe ich das. Genau, ich überspeichere das. So, und dann gehen wir einfach mal weiter hier. Wo sind Dette hier? Fette Spinne. Und wieder so ein Schlüsseltor. Kommen wir hier durch? Oder macht die Spinne was mit uns? Warum sieht die so metallen aus? Na, ist auch egal. Hast du das gesehen, Ami? Das nennt man eine Blockierspinne. Diese fiese Krabbler lassen dich manchmal einfach nicht vorbei. Normalerweise lassen sie dich in Ruhe, aber sie können unberechenbar sein. Pass einfach auf, was sie machen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, offenbar lassen sie mich im Moment in Ruhe. Hier ist ein Fuß. Stell mich mal hier drauf. Wow, warum reisen wir per Anhalter? Keine Lust mehr auf Laufen oder was? Nun,
dem Riesen hier scheint es nichts auszumachen. Also, lass knacken hier. Ja, schöne Wand. Wunderschöner Fuß. Sollten wir so nicht von treffen lassen. Okay, also. Wir haben gelernt, wir können auf Füßen stehen. Und was haben wir hier? Oh, guck mal hier. Ist eine Person oder was? Oh, sie weint. Hey, was ist das? Hört sich an, als ob jemand weinen würde. Ist das nicht eine Gefängniszelle? Daran ist jemand, aber ich kann nicht erkennen, wer das ist. Sie hat uns den Rücken zugekehrt. Normalerweise stellen sie sich als hässlich heraus, wenn sie sich dann umdrehen. Okay. Und außerdem könnte sie die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Falls sie laut wird. Vergiss nie, lass uns weitergehen. Vergiss sie, lass uns weitergehen. Ich weiß nicht, ob wir die vergessen sollen. Sollten wir das wirklich tun? Können wir die Gefängniszelle aufmachen? Ich bin da wirklich nicht so sicher. Sollte man das echt tun? Na, Karl. Egal. Dann sollte man. Also, wenn Isson das sagt. Was ist denn das da unten? Da ist eine Truhe. Kommen wir aber so ohne weiteres nicht dran. Wir können nicht in diesen Siff hier rein. Das lassen wir hier weiter. Ein Reiseglücksbringer. Gut. Jo, weiter. Ah, noch ein weiter Blockierspinne. Und ein Blitzrad. Wie werden wir dem denn her? Ich würde sagen, Klassiker mit Wind, oder? Wollen wir mal probieren? Too easy. Okay. Ach, schade, ich hätte eigentlich ganz gerne den Drachenzahn erhalten. Komm mal hier, ey. Als Sekundärwaffe schleudert der ganz viele, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Yo, mal voll in die falsche Richtung gelaufen. Hier ist. Was ist das denn da unten? Was ist das? Ist das ein Maikäfer, der auf den Rücken gefallen ist, oder was ist das? Ja, sowas in der Art. Und die Blockierspinne, ja, die macht halt immer noch nichts. Und... hier... Okay. Wow. Hier putzt einer. Wow. Okay. Und da oben ist was. Und hier kommen wir... Nein! Wow, hier kommen wir offenbar nicht vorbei. Oder? Spuck, spuck, hust, hust. Behandle uns nicht wie Dreck. Nur weil wir das Bad nicht mögen. Ich glaube, wir werden nicht an diesem Reinigungsfreak vorbeikommen. Nein, wollte ich da gar nicht. Ist ja gut. Bin ich in der Richtung vertan. Wow. Oh. Mensch, ey, das ist echt mal ziemlich gefährlich. Ja, ja, ist keine... Ja, ich glaube, es ist der Mistkäfer aus der Toilette. Igitt. Der Typ hat ja Nerven. Ja, er ist ja gut. Wow, 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 wow. Aber vielleicht sollten wir diesen Umstand ausnutzen, dass wir sozusagen die Füße anlocken können. Und vielleicht kommen wir dann hier hoch. So. Nein. So. Ja, das hatte ich vor. Ah, wir haben hier einen hier, der Schlüssel ist in der Wand versteckt. Okay. Mach mal. Ein goldener Pfirsich. Füllt den Mann komplett. Okay. Ansonsten ist hier nichts. So. Das heißt, wir haben den Schlüssel. Ich weiß auch noch, wo die Tür ist. Ich wollte nur gucken, ob hier sonst noch... Ja, da ist noch was in dem Raum. Vielleicht lohnt es sich hier auch mal ein Bömmchen reinzulegen. Was haben wir hier? Exorzismus erst. Okay. Dann war es das, glaube ich.
Nichts wie raus hier. Ab zur Tür. Wir wissen ja, wo die ist.